Auch wenn dahinter nichts ist. Ich will einfach nochmal sicher gehen, ob da hinten wirklich nichts ist. Ne, da ist nichts. Okay. Also ich muss sagen, die Grafik ist jetzt nicht atemberaubend, aber es ist halt vom DS, ne? Also kann man jetzt nicht so viel erwarten. These are Jessica's glasses. Erhalten Jessicas Brille. That must mean Jessica made it here after all. Es ist verschlossen. Another locked door. Now what? These are some intense door knockers. Ashley. Dee? So, what happened? You just up and disappeared. I thought you were mad at me. Mad? Why would I be mad? Because I said I couldn't help you. Oh, no. I wasn't angry. What you said helped me remember something. That memory led me here. Und was konnte er sich denn erinnern? So what did you remember? My father. I remembered a bit about him. It's been so long since I could remember anything at all. But then you spoke of wanting to see your dad. When I heard that, a few things suddenly came back to me. I know I was with my father when I first came to this mansion. Das erste Mal in dieser Villa. Then, were you a visitor here? Like me? Where were you and your dad from originally? That, I don't know. Although, I'm starting to remember a little bit about my time at the mansion. I thought seeing the inside of it might jog my memory more. Can you open this door? I can't. I already tried. It's locked. I was hoping to get inside so I can look for Jessica. You mentioned this Jessica before. Who is she? She's my aunt. She raised me. She may be in trouble somewhere inside. Wait, aren't you a ghost? Can't you pass through walls? Nope. I can't even wiggle the door knockers. I grew up in this house. Fortunately for us, I know the secret to these door knockers. I just remembered what my father said about this door. He told you something about this door specific. Yeah, I remember now. He said, I know the secret to these door knockers. Ashley. If you can figure out the secret, we can get inside. You want me to figure it out? Okay. Hey Dee, I know you have trouble remembering things, but does this remind you of anything? Let's see. Oh. Come along this way. Let's get ourselves inside. Okay, der hat sechsmal geklopft. Ah! Okay, verstanden. Secret to these door knockers. Wir haben... hier. Und ich muss ein Foto machen. Okay, warte mal. Nee, passt schon so. Ich muss ein Foto machen. Kamera. Rechts, links, rechts, links, rechts. Beides. Rechts, links, rechts, links, rechts. Beides. Rechts, links, rechts. Was?
Rechts, links, rechts, links, rechts. Okay. Hm. Rechts, links, rechts, links, rechts, beide. Yay! Ich habe ein Hammergedächtnis, möchte ich mal anmerken. Oh. Oh. Well, what do you know? Tja, wer hätte das gedacht? Dann gehen wir doch mal weiter. Jessica's gotta be somewhere inside. Dad too, I guess. Huh? What's wrong, Dee? I've waited for this moment for so long. I can't help being nervous. pardon? Who ever heard of a nervous ghost? I guess that is a little funny. You're the least scary ghost I've ever met. Hey, Dee. How about we team up? I think I can help get your memories back. And in return, will you help me find Jessica? Yes, that's fair. Then into the mansion we go. What could scare the two of us together? Right. Can't believe I've made friends with a ghost. What a day. We're friends? Aren't we? You're right. Friends it is. Glad to hear it. Come on, Dee. I made a friend. Speichern? Ja. Treffen mit Dee. Speichern. Treffen mit dich Ende. Okay. Kapitel 2, das Lawrence-Anwesen. Dann schauen wir uns jetzt in der Villa um. Hallo? Is anyone in here? Oh. Jessica? Can you hear me? Come on, Jessica. I guess no one's here, but Jessica's got to be around here somewhere. She's probably with Dad. Wait, Dee? Er sucht zum Bild. Ich habe hier... Huch! Richard Update. Das ist jetzt bestimmt ganz spannende Wiederbekommen, das für mich zu hören, wenn ich ihn sehe. Ach, Freunde! Dee ist ein freundlicher Geist, die Hilfe war. Deshalb habe ich ihn gebeten, mit mir zu kommen. Ich wollte nicht allein sein, um einen Freund, Freund an meiner Seite zu haben. Ein Geistesfreund, das Größte ist mir noch nie passiert. Okay, die hat sich genau, dank ihm sind wir da rein, Jessica. Okay, das war's mit den Kameraden. Mit der Kamera. Okay, da haben wir die Brille. Wir schauen uns jetzt hier erstmal ein bisschen um. Ja, durch die Türen kann ich wahrscheinlich noch nicht. Doch, kann ich schon. Hm.
Jessica. Geht nicht auf. Ist ein Wunder. Huch. Säule. Die Säulen sehen aus wie echter Marmor. Sind sie wahrscheinlich auch. Warte, kann ich denn hier auch durch? Nee, geht nicht auf. Ich kann sie einfach nur ankrabbeln. Kann ich hier durch? No good, huh? Jessica. Nope. Da können wir auch nicht durch. Ist das wieder eine Marmorsäule? Ja. Die große Säule reicht bis an die Decke. Mhm. Und auch wenn ich hier jetzt reinrüttel. Dee, this door is open. Oh. Dee, are you coming? Okay, die Tür ist offen. Nice. Die Vase sieht echt teuer aus. Ich traue mich nicht mal, sie anzufassen. Hm, doch nicht so staubig wie gedacht. Eigentlich ist sie sehr sauber. Hat jemand sie kürzlich poliert? Da ist ein Vogel drauf. Brauchen wir später bestimmt noch. Eine große Vase mit einem komplexen Muster. Okay. Brauchen wir bestimmt später noch. So, was haben wir hier noch? Da ist auch ein Raum. Verschlossen. Da kommen wir schon mal nicht rein. Dann haben wir jetzt hier die. Vase? Das Blumenvase ist cool. Das Muster ist ein echter Hingucker. Das ist eine Sonne, ne? Lawrence Edwards. So eine Art dekorativer Teller, schätze ich mal. Das ist zu sputzig, um zu erkennen, was drauf ist. Ja, wie lange war hier schon kein, dass sie überhaupt so aufgeräumt ist? Ist schon ein Wunder. Die Tür ist auch verschlossen. Sie hinter dieser Tür? Ja. Lass nicht doch hier mal alles austesten, Spiel. So. Großes Porträt. What a huge painting. Do you remember something about him? Welcome. Das ist wahrscheinlich sein Großvater, oder? Who is this? There's a name. Lawrence Edward, Patriarch. So this is the guy that owned this place. Ashley, this man? He's my great-grandfather. Urgroßvater sogar. So you're part of the family that owned this house? The Edwards? Did you used to live here? No, I came here with my father to visit my great-grandfather. He was very ill. And then... That song. Huh? That's right. When we arrived, I heard someone playing the loveliest song on the piano. A piano? Let's look around and see if we can find one. I'll come with you. Oh. Okay. Muss ich kurz umsetzen. So. Okay, Lawrence Edward ist quasi der Hausherr. Den haben... Genau. Was ist er denn? Ach, da ist er. Alter, Joy-Con Drift. Die ist Urgroßvater. Okay. Guten Tag, junge Frau. Oh, hoppala. Nee. Wir müssen kurz runter, weil unten können wir weiter. Nämlich hier. Bestimmter Speisesaal. Oh, fast.
Das Kaminzimmer. Oh nein, das Klavierzimmer. So. Haben wir hier noch irgendwas zum Angucken? Da stehen auch noch ein paar Sachen auf dem Tisch, ne? Oh, da ist eine Tür. Oh, was soll ich tun? Alle Türen sind fest, verschlossen. So werde ich meine Tante niemals finden. Ich frage mich, ob hier irgendwelche Schlüssel sind. Bestimmt, wenn du das so gesagt hast. Gemälde einer Frau. Wow, die Frau auf dem Bild sieht echt hübsch aus. Das stimmt. Ein Kamin? Sommer ist schöner Kamin, aber jetzt ist der alte und müsste instand gesetzt werden. Ich weiß nicht, was darauf zu sehen sein soll. Es könnte eine Landschaft sein, aber es ist so schmutzig, dass ich jetzt nicht genau sagen kann. Auf jeden Fall gibt es hier sehr viele Zierteller. Diese Vase mit Blumenmuster sieht echt hübsch aus. Darauf sind so viele kleine Blüten zu erkennen. Ich habe auch vorhin was auf dem Tisch liegen gesehen. Da. Die Luft um den Tisch herum riecht nach Zigaretten. Jemand muss hier gewesen sein. War es vielleicht Papa? Wir haben einen Schlüssel mit einem E drauf. E-Schlüssel. Okay. Ein Aschenbecher voller Zigarettenkippen. So viele Zigaretten. Dad. Ist Papa ein Kettenraucher oder was? Feuerzeug. Maybe. Hat Papa es versehentlich hier vergessen? Ich frage mich, ob Papa raucht. Aber ich mag den Zigarettengestank nicht. Okay, wir haben zwei neue Items bekommen. Den E-Schlüssel. Und ein Feuerzeug. Das kann ja nicht benutzt werden. Achso, ja, das ist mir schon klar. Schauen wir erstmal zu die mit dem Klavier. Wollen wir uns auf die Suche machen, wohin der E-Schlüssel passt. Ist das das Piano, das du über talking about? I think D? Hello. You must be the guest Papa told me about. Franny. What? I remember, Ashley. The person playing the piano? It was Franny. Franny? Who's Franny? A girl who used to live here. She used to live here. Were you related? I'm not sure. It was Franny who used to call me Dee. This house is where we first became friends. Yeah? That's great. I'm glad you remembered something. Forgetting all your friends sounds so sad. Yeah. You're right. Klaviatur, um Gottes Willen. Okay. Notenständer. Ein Notenständer, auf dem man Notenblätter legen kann. Safe Call muss ich da was finden. Hebel, der Hocker. Kann ich in den Hocker gucken? Nee. Also die Taste ist eine dicke Schau. Eine schicke Staubschicht, ja. Okay, da ist nichts mehr. In diesem Raum bin ich fertig. Ich sollte woanders weitersuchen. Ja, ich brauche noch den E-Schlüssel. Salon. Huch. Was ist das? It's an origami crane. Origami? Mit einem QR-Code drauf. Yeah. It's made of paper. My mom would make these for me all the time when I was a baby. I don't really remember myself, but Jessica told me about it. Huh. But I wonder who made this one. Is the DAS reacting? Da ist ein QR-Code drauf.
Kannst du Notizen lesen, die auf den Kranich hinterlassen wurden? Finde das gerne dazu in der Villa Origami-Kraniche, indem du die DAS-Kamera auf sie richtest und sie scannst. Okay. Hm? Oh, was passiert, wenn ich die Kamera auf den Kranich richte? Hm? Scan-Vorgang. Erste Schritte beim Schreinern gescannt. Okay. Notizen. Nanu, was soll das bedeuten? Du kannst die gescannten Nachrichten unter Notizen unter Nachrichten lesen. Was für Botschaften wurde in Origami-Kranichen hinterlassen? Erste Schritte beim Schreinen. Es ist jetzt eine Woche her, dass ich mich mit meinen zwei linken Händen sowie Hammer und Säge an meinen neuen Hocker gemacht habe. Aber jetzt ist er fertig. Meine Messungen waren wohl nicht ganz richtig, aber für einen ersten Versuch gar nicht schlecht. Bei nächster Gelegenheit nehme ich ihn mit an die Klippen, von der aus man das See überblickt. Er wackelt etwas. Aber das muss der unebene Boden sein. Aber das ist eigentlich ganz nett so. Auf einem selbstgebauten Hocker sitzen, aufs Meer schauen, mich im Rhythmus der Wellen wiegen. Das Wackeln wird mir dabei helfen, diesen Rhythmus zu halten. Wahrscheinlich merke ich es bald gar nicht mehr. Ich gebe mich bestimmt schnell daran. Aber bin ich vielleicht nicht ganz objektiv? Ich habe diesen Hocker selbst gemacht. Möglicherweise ist meine Sicht getrübt. Was, wenn sich Bill oder jemand anderes draufsetzt? Vielleicht sieht jemand anders das nicht so wie ich. PS. Gut, ich habe diesen Hocker in meiner Freizeit gebaut, wenn ich gerade am Another gearbeitet habe, aber trotzdem habe ich eine ganze Woche für einen Splint-Hocker gebraut. Beim Heimwerken bin ich eindeutig blutiger Anfänger. Wenn ich jemals wieder mit Ashley zusammenwohne, muss ich wirklich an meinen Schreinerkünsten arbeiten. Ah, dieses... Ah, oh, das ist von seinem Papa. Charaktere. Wir haben Freddy. Freddy war Dees Freundin. Sie hat im Anwesen gelebt und konnte gut Klavier spielen. Sie hat ihm außerdem den Spitznamen Dee gegeben. Ich hätte sie gerne kennengelernt und ihre Musik gehört. Okay, damit haben wir einen Kranich gefunden. Das ist ja keine E-Tür, ne? Schaut nicht so aus. Ab zurück ins Foyer. Something wrong? Jessica isn't here either. Where could she be? Das finden wir ja noch im noch heraus. Immer schön geduldig. Das sieht nicht aus wie eine E-Tür und das auch nicht. Ist das da hinten eine E-Tür? Oh, good, huh? Ich erkenne es leider nicht. Das kann hier nicht benutzt werden. Vielleicht ja hier. Aber ich erkenne es ja leider nicht. Kann ja nicht benutzt werden. Aber ich hatte doch sonst keinen anderen... Eine andere Tür. War aber auch keine Tür, die anders aussah. Kann ja nicht benutzt werden. Dann vielleicht doch diese Tür hier. Hör auf wegzurennen. Er hat jetzt bei allen Türen versucht. Ich gehe mal doch. Hier hoch. Und auch diese Tür. Habe ich das falsch genutzt? Habe ich für dich gewartet? Oh! Yes. Ich habe sie einfach nur falsch genutzt. Ich habe nicht gescheit hingeschaut. Ja, das ist echt schwierig, wenn der Joy-Con immer wegdriftet. Boah, ich habe mich echt in... It's a hallway. Looks like it leads to more rooms. If only there were some way of knowing where Jessica is.
but I guess we'll just have to search the rooms one by one. Ich habe mich echt an nichts mehr erinnert von diesem Spiel. Wahnsinn. Also ich kam von hier. Okay. Hier haben wir auf der verschlossenen Tür ist ein Vogel mit einem dreiblättrigen Kleeblatt im Schnabel zu sehen. No good, huh? Weißt du, was das für ein Zimmer ist? Sorry. Tut mir leid, ich kann mich nicht erinnern. Okay. Schnellste Kamera haben wir dich. Das ist zwar im Dunkeln schwer zu erkennen, aber das Muster auf der Vase gefällt mir. Kann ich hier nicht, das kann hier nicht benutzt werden, okay. Was haben wir da? Nichts zum Angucken. Da haben wir nochmal ein Zimmer. Franny. Huh? This was Franny's room. Oh, wow. Really? Ashley, open this door. I feel like I'm about to remember something. Got it. But I wonder if it's... Yep. Locked. Okay, da ist Franny's Zimmer. Ich habe da keinen Schlüssel mehr. Deswegen müssen wir da... Also diese Entfernung mit einem goldenen Spross im Stapel zu sehen. Weißt du, was das für ein Zimmer ist? Nein, ich kann mich nicht erinnern. Abgeschlossen, sie geht nicht auf. Blöd. Aber hier ist auch noch mal eine Tür. Darin, da liegt der Hof. Ich glaube nicht, sie geht nicht auf. Dammit. Dann gehen wir erstmal runter. Nochmal ein kompletter Korridor mit hochglatte verschlossenen Türen. In der Vase sind ein paar alte vertrocknete Blumen. Hallo Tür. Die ist offen. Gibt's ja nicht. Ich werde mich so hart verrennen hier drin. Oh, ein Atelier hier. So many paintings. But no Jessica. Dee? Something up? Did you remember something? Anscheinend. Leinwandregal. Huh. Hier stehen so viele Leinwände, sie sind alle verstaubt. Noch ein Leinwandregal. Diese Leinwände sind verstaubt. Oh, danke. Aber hier war es, runder Tisch. Die, was? Huch! Was macht ihr da? Er starrt das Porträt noch immer an. Hä, wollte ich doch gar nicht. In den Schubladen befinden sich Blätter und Papierfetzen. Alles, worauf man zeichnen kann. Was ist denn für Blätter? Hier scheint es nichts Nützliches zu geben. Hier scheint es nichts Nützliches zu geben. Die? Hey, die, wenn du da so weitermachst, scheiße da noch ein Loch rein. Okay, wenn ich den runden Tisch einklicke, dann komme ich zu dir. Hey. Die war's hoch. Ach so, ich muss jetzt erst zu ihm gehen, bevor wir weitermachen können. Auf der Staffelei befindet sich eine alte Zeitung eines jungen Mädchens. What is it? Franny. Wanna see a picture that Papa drew? I'll show you, but it'll be our secret, okay, Dee? It's Franny. Huh? Ashley, it's Franny. Uncle Henry drew this. Uncle Henry? Yeah. Franny's papa. So Franny's dad is Henry, and the kid in this picture is Franny. But it's a little rough, so it's hard to be sure. Franny grabbed my hand and pulled me into this room. She showed this to me and said that her dad was a great artist. She said she asked him to draw a picture of me, too. After that, we went into the yard. There was a puppy. Huh. Seeing Dee so happy, talking about his memories with Franny, it's a little, well, weird. D?
Dee was with Franny, the girl in this old drawing. And that same boy is here with me. Right now. Okay, wir haben die Zeichnung. Auf der Schale würde sich eine alte Zeichnung als junges Mädchen. Okay. Jetzt können wir uns weiter umschauen. Jetzt haben wir das nämlich durch. Gips Figur. Ich glaube, die habe ich schon mal im Fernsehen gesehen, aber die Versionen hier sind kleiner. Gips Figur? Das Sonnenlicht, das durch das Fenster dann verlässt die Stadt fast ein wenig leuchten. Haben wir da hinten noch etwas? Diese Staffelei wurde lange nicht mehr benutzt. Hier sind so viele Spinnenweben. Schauen wir uns die Gemälde noch an. Das ist so ein schönes Bild. Echt schade, dass es voller Spinnenweben ist. Der Bild auf der Staffelei sieht kunstvoll aus. Auf dem Schrank. Notizblock. Auf dem Schrank liegt ein Notizblock. Der Notizblock sieht neu aus. Gehört das Papa? Hey. Was steht da? 15.8. Bill kommt. Who? Wer ist Bill? Keine Ahnung. Vielleicht ein Freund von Papa. Hier steht auch noch etwas geschrieben. Mal schauen. Eingangsliste für Bill. Schokolade, Kartoffelchips, Mandheling für Kaffee Ola. Okay, Apfellimonade. Mein Papa mag auch Schokolade. Hier habe ich jetzt sonst noch irgendwas? Nee. Auf den Schrank. Farbe. Das sieht aus wie die Art Farbe, die echte Künstler benutzen. In einigen Tumen ist noch Farbe, aber sie ist vertrocknet und nicht mehr zu gebrauchen. Okay. Ich würde sagen, ich mache hier mal einen kurzen Break und wir sehen uns dann, also ich hoffe, ich kann speichern. Speichern laden, ja. Und wir sehen uns dann einfach in einer neuen Folge, Another Code. Ich hoffe, euch gefällt das neue Let's Play hier. Und dann vielen, vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.